Ei, gute wie? Hier wieder euer Kontern. Ich habe eine Frage an euch. So, heute mal wieder ein kleines Themenvideo. Mal ein paar Themen, die wir ja ein bisschen blabern können. Ein bisschen bequatschen, ein bisschen sappeln. Jo, lass babbeln. Aber, naja, Gott, erstmal Intro. So, jetzt hier im Hintergrund seht ihr natürlich Neltarions Hort, ein bisschen WoW, vielleicht mal wieder ein Stream demnächst, ein bisschen WoW-Stream, ich denke mal, das werde ich morgen mal tun. So, egal. Ich habe ein paar Themen über Videos. Videos auf Facebook, die momentan so kursieren, was mich doch ziemlich beschäftigt, weil die Qualität ist okay, aber der Inhalt ist das, was mich ziemlich stört, verstört, wie auch immer. Und zwar geht es in erster Linie um Prank-Videos. Die Prank-Videos von den Terror-Clowns erstens und zweitens von dieser Organisation oder dieser Seite Jalal oder Jalal oder Chalal oder wie auch immer die heißen. Ja, wir babbeln mal ein bisschen drüber. So. Ja, das erste sind natürlich die Terrorclowns. Terrorclowns fand ich bis jetzt eigentlich immer relativ lustig. Gerade weil ich so ein bisschen auf Horror stehe und ja, ich muss sagen, dass mir gestern auch SCP Containment Breach ziemlich Spaß gemacht hat. Und auch damals, der Stream von Resident Evil, genau, der war's. Der hat mir auch ziemlich Bock gemacht, fand ich ziemlich geil. War ziemlich lustig. Ja, ich bin ein Horrorfan und dementsprechend hat das genau meinen Nerv getroffen. Allerdings wird das in letzter Zeit ziemlich heftig diskutiert. Viele sind schwer gegen diese Horror-Clowns. Worum geht's denn in den Videos? Ganz einfach. Da verkleiden sich gewisse Menschen als Clowns, stellen sich mit einer Axt oder einem Hammer oder einer Kettensäge in irgendwelche dunklen Ecken, meist nachts in irgendwelchen vernebelten Parks, wo schon die Stimmung so ziemlich passt. Stehen da in der Ecke, buddeln zum Beispiel ein Loch und schmeißen da einen schwarzen Sack rein. Oder haben da vor sich eine Puppe liegen, die aussieht wie ein bewusstloser Mann, ein bewusstloser Mensch. Und kloppen auf den Schädel. Der Schädel ist ein Ballon, der mit, in Klammern, Blut gefüllt ist. Hauen da drauf und das Blut spritzt gegen irgendeine Wand und die Leute, oh mein Gott, er hat ihn umgebracht und rennt schreiend weg. Ah! Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, solche Schocker-Videos sind natürlich für den Zuschauer ziemlich lustig oder für manche Zuschauer ziemlich lustig und andere sind da total schockiert. Wie kann man sowas machen? Und nein, und mein Gott. Gott, das ist ein Trauma fürs Leben und ich weiß nicht, ob die das später auflösen oder ob die Leute so panisch schreiend wegrennen, dass die das überhaupt nicht mehr auflösen können. Es ist natürlich auch eine gewisse Schmerzgrenze vorhanden. Zum Beispiel Kinder würde ich niemals so erschrecken. Das Schlimmste, was ich mal gesehen habe, das war ein Video von einem Vater, der seine Kinder mit einer Kettensäge geweckt hat. Das ist dann für mich ein bisschen zu heftig, ein bisschen geschmacklos, weil Kinder von sowas ein ziemlich heftiges Trauma kriegen können und später dann auch sowas nicht mehr lustig finden. Ja gut, ich fand das jetzt auch nicht lustig. Im ersten Moment schon, dann hatte ich aber irgendwie auch nur wegen den panischen Gesichtern hatte ich dann irgendwie ein bisschen was zu belächeln. Aber im Nachhinein habe ich dann auch gesagt, nee, das war eigentlich ein bisschen too much. So, was haltet ihr von den Terror-Clowns, die in irgendwelchen Parks auf erwachsene Menschen warten, nicht auf Kinder und auch nicht auf hochschwangere Frauen, weil die sollten nicht so heftigem Stress ausgesetzt sein? Ganz klar.
Jo, schreibt's mir in die Kommentare. Wir wollen ein bisschen diskutieren. Ich will diesmal ein bisschen Diskussionsstoff haben. Los, go, go. Ich will die... Ihr könnt mich zuspammen mit Kommentaren. Ganz ehrlich, macht das mal. So, und das zweite sind natürlich die Jalal, 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 Allah Akbar, was auch immer, wie auch immer diese Videos heißen. Diese Videos sind Punkt Nummer 2. So, worum geht's da? Irgendwelche Typen haben sich da als Araber verkleidet, in einer Kutte mit Salafistenbart und so weiter und so fort. Sieht schon ziemlich cool aus für ein Kostüm. Was allerdings nicht so cool ist, ist das, was sie damit machen. Die haben da meistens einen schwarzen Rucksack dabei, den sie voller Freude mit Allah Akbar schreiend in einen vollbesetzten Bus schmeißen oder in einen sich gerade öffnenden Fahrstuhl, wo 5 Menschen drin sind, wo auch wieder keiner weiß, wer da drin ist. Sind da Kinder drin, sind da schwangere Frauen drin, sind da kleine Katzen, Babys drin, die noch gar nicht so richtig laufen, können die eher rumtapsen. Vielleicht Behinderte, keine Ahnung, ist ja scheißegal. Das sucht ja eh keinen. Hauptsache, das Video kriegt viele Klicks. Meiner Meinung nach in Zeiten, wo überall Terrorwarnung ist, wo überall irgendwelche Menschen durch Terroranschläge sterben. Ich meine, ja, mir im Allgemeinen, muss ich sagen, ist das relativ wurscht, was die Typen machen. Aber ich finde es halt in solchen Zeiten einfach unangebracht. Wenn jetzt nicht auf der ganzen Welt Terrorwarnung wäre und das wären einfach nur Typen, die ihren Spaß haben wollen, die einfach mal einen Streich machen und das einmal machen und dann nie wieder. Okay, alles klar, gut. Lass sie machen. Aber die nehmen das mit der Kamera auf, stellen das auf YouTube, stellen das auf Facebook und die Leute lachen darüber noch. Ich finde das absolut nicht zum Lachen. Tut mir leid. Ich find's nicht lustig. Ich kann nicht drüber lachen. Vielleicht habe ich meinen Sinn für Humor verloren. Vielleicht ist meine Schmerzgrenze in der Hinsicht ein bisschen zu tief angesetzt. Aber das sind Sachen, die gehen nicht. Ja, was haltet ihr von diesem Thema? Wie gesagt, ich find's einfach nicht lustig. Jo, haben wir noch ein Thema? Über was kann ich noch reden? Ach doch! Ein Thema habe ich sogar noch. Und das sind die Beef Boys. What the fuck ist passiert? Die Beef Boys haben sich aufgelöst. Ihr wisst, meine alte Community, wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr jetzt abschalten. Bin ich euch nicht böse drum. Aber die haben sich aufgelöst. Ich war ein kleines bisschen schockiert, wo der Nerz mir das gesteckt hat. Obwohl ich ein paar Tage vorher schon mal geguckt hatte, weil ich war neugierig, wie hoch sind sie denn jetzt, wie weit sind sie gekommen. Ja. Irgendwie scheiße gelaufen, ne? Irgendwas ist passiert, ich weiß noch nicht was. Eigentlich wollte ich mal wieder mit dem Nerz ein bisschen zocken. Aber dazu sind wir auch noch nicht gekommen, leider. Naja, ich habe so meine Vermutung, was passiert sein könnte. Flo hatte ja aufgehört, beziehungsweise der wollte ja nicht mehr. Der wollte sich eher auf die Beef Boys konzentrieren. Gut. Blöd gelaufen, das kann er sich jetzt sparen. Nerz ist weiterhin aktiv, jeden Tag. Sehr begeisterungswert übrigens, dass er wirklich immer noch standhaft weitermacht und seine Videos bringt und darauf auch noch richtig Bock hat. Finde ich gut. Ganz ehrlich, Nerz, finde ich gut. Und ich gönne dir auch jeden Erfolg der Welt, ich gönne dir jeden Abonnenten, ich gönne dir jeden Klick. Der Mann hat Durchhaltevermögen. Super. Gut, das war's dann allerdings für heute. Ihr seht gerade noch den Endboss-Fight. Und ja, wünsche euch einen wundervollen Tag, ein wundervolles Wochenende. Wann auch immer ihr euch das anguckt, einen schönen Abend, einen guten Morgen. Ja, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Wiederschauen, reingehauen, euer Kontan.
Träger von wahrer Stärke. Und ihr seid diesem Anspruch nicht gewachsen. Es ist vollbracht, Helden. Jetzt, da Darkwood tot ist und wir den Hammer zurückhaben, sind die Drogba geschlagen.